den Anführer, die Lobpreisen, den Anführer, der praktisch Geschichten erzählen. Weil die Afrikaner erzählen mit der Goethe, Unsere Ausstellung Afrika mit eigenen Augen handelt weniger von der Echtheit, in Anführungszeichen gesagt, und Ursprünglichkeit Afrikas als von der europäischen Sehnsucht nach afrikanischer Ursprünglichkeit. Es gibt den Topos, in Afrika begegnet dem Europäer seine eigene Kindheit. Das hört sich so nett an, ist aber natürlich chauvinistisch und arrogant. Und wir verfolgen die Stränge, die Dissidentenstränge von wirklichen Afrika-Verstehern aus Europa, die sich nach Afrika bewegen und wirklich fasziniert sind und sozusagen das Fremde, was sie in Afrika finden, fremd sein lassen, aber sozusagen das eigene auch dran relativieren. Es gab früh Europäer, die mit weniger Vorurteilen und auch mit weniger Treue gegenüber ihrem jeweiligen Auftrag nach Afrika gegangen sind. Der Missionar Johann Rebmann soll den protestantischen Glauben verbreiten und er findet aber dann Menschen, interessiert sich und erforscht die Sprache und es nimmt immer mehr Raum ein, also sozusagen er schlägt ein bisschen aus der Art und wendet sich dialogisch dem zu, was er wirklich vorfindet. Ein exemplarischer Schlüsselfall ist natürlich Karl Einstein, der mit seinem berühmten Buch Negerplastik 1915 ja wirklich eine ganz grundsätzliche Relativierung der europäischen Skulpturtradition einläutet. Er beweist in der Auseinandersetzung mit afrikanischer Plastik, dass da wirklich etwas zu lernen ist, nämlich wie zeichnungsbestimmt, wie perspektivisch gerichtet die europäische Skulptur und Plastik ist und wie wenig sie im Vergleich zu afrikanischer Plastik für sich steht. Und dieses für sich stehen, dieses Unbedingte, das filtert er wirklich sehr, bis heute finde ich relevant, raus in seiner Schrift. Wir gehen jetzt so eine halbe Stunde. So.